Bis zu 240 Nächte im Jahr blitzt es im Delta des Catatumbo-Flusses im Westen Venezuelas. Die Gewitter bestimmen das Leben der Menschen in der unzugänglichen Region am Westufer des Maracaibo-Sees. Wann man fischen, jagen oder reisen kann, das entscheiden die Blitze. Der 65-jährige Eric Quiroga hat es geschafft, dass die Blitze von Catatumbo auf die Liste der Guinness-Weltrekorde gesetzt wurden. Der Forscher Eric Quiroga aus Caracas und sein Freund, der Fotograf Francisco Covarrubias, genannt Kiko, machen sich auf den Weg ins Epizentrum der Blitze. Vom kleinen Dorf Puerto Concha aus am Südufer des Maracaibo-Sees fahren sie am Rande eines riesigen Sumpfgebietes vorbei. Am Horizont sind bereits die ersten Vorzeichen der abendlichen Gewitter zu sehen. Das von der Tageshitze erwärmte Wasser verdunstet und bildet ab dem frühen Nachmittag riesige Wolkentürme über den Sümpfen und dem aufgeheizten See. Die Wolken haben sich inzwischen kilometerhoch aufgetürmt. Cumulonimbus capillatus, Amboss-Wolken, auch Gewitterwolken genannt. Es ist ein ruhiger Abend in Ologa. Für den Besucher deutet nichts auf das kommende Spektakel hin. Während sich die Einheimischen zur Nachtruhe in die Häuser zurückziehen, haben sich Eric und Kiko einen Aussichtspunkt ausgesucht, auf dem einzigen kleinen Streifen Festland im Umkreis von mehreren Bootsstunden. Für mich ist das hier der beste Winkel. Hier sieht man den besten Blitz, den saubersten, den längsten, den stärksten und man sieht hier die meisten Blitze. Der ganze Ausblick, den ich hier habe. Manchmal ist hier ein Blitz neben dem anderen zu sehen. Manchmal da, manchmal dort. Das ist unvorhersehbar. Aber hier kann man mit größter Wahrscheinlichkeit tolle Fotos machen. Gegen 19 Uhr beginnt dann das Schauspiel. Zunächst mit entferntem Wetterleuchten, also mit Blitzen, die von Wolken verdeckt werden. Schließlich lockern die Wolken ein wenig auf. Es berührt mich, ein Phänomen sehen zu dürfen, das auf unserem Planeten einzigartig ist. Einzigartig nicht nur, weil es hier so oft blitzt, sondern weil es so schön ist. Diese schönen Strahlen, dieses Flackern, das ich das Lächeln der Nacht nenne, reicht über den ganzen Horizont. Denn eins ist klar, die Gewitter von Catatumbo, die 30 Kilometer von hier entfernt toben, bieten uns Funkeln und Blitze über den gesamten Horizont. Das ist etwas sehr Schönes. Zwischen 3 und 4 Uhr werden wir vermutlich mehrere Gewitter gleichzeitig sehen, sodass die Nacht für einige Sekunden hell wie der Tag sein wird. In der zweiten Hälfte der Nacht klart es dann tatsächlich an manchen Stellen auf. Und der Himmel über dem Maracaibo-See bietet eine spektakuläre Lightshow. Bis zum frühen Morgen. Der Donner ist meistens nicht zu hören, da die Gewitter sehr hoch und oft weit weg sind. Eric und Kiko wollen sich am Nachmittag Fotos der vergangenen Nacht und früherer Reisen anschauen. Am schönsten finde ich die Blitze, die man Katzenkrallen nennt.
Das ist ein langer, horizontaler Blitz, sehr selten und merkwürdig, kein gewöhnlicher, vertikaler Blitz. Ich nenne ihn Katzenkralle, weil sich der Blitz in viele kleine Strahlen verzweigt. Er reicht von Wolke zu Wolke. Manchmal ist er orangefarben, manchmal rot und er ist sehr hoch. Für mich ist er der schönste. Man benötigt viel Erfahrung, eine gute Technik und vor allem viel Geduld, also viele schlaflose Nächte, um einen Blitz so zu fotografieren, wie ihn das menschliche Auge in einer Millisekunde sieht. Das ist die Faszination und die Leidenschaft für mich als Fotograf, diesen einen Moment, der so kurz ist, als Foto festzuhalten. Der Blitz von Catatumbo ist oft ein elektrisches Phänomen von Wolke zu Wolke. Diese Blitze von Wolke zu Wolke entladen die größte elektrische Kraft, die größte Energie. Um mal eine Vorstellung zu bekommen, ein Blitz von Wolke zur Erde oder von der Erde zur Wolke, was ja auch vorkommt, hat zwischen 10.000 und 30.000 Ampere. Die Blitze von Wolke zu Wolke haben zwischen 100.000 bis 400.000 Ampere. Wissenschaftler der Universität Simón Bolívar haben hier Blitze mit 400.000 Ampere gemessen. Zum Vergleich, eine Kochplatte hat bis zu 10 Ampere. Kiko und ein befreundeter Fotograf haben seit Jahren die Blitze von Catatumbo aufgenommen.